Moin Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, in einer ziemlich ungewohnten Umgebung. Ich bin jetzt hier gerade am Mittelmeer, bin ja immer noch unterwegs. Seht ihr wahrscheinlich auch an den Vlogs. Ich sterbe hier gerade unter der Sonne in diesem schwarzen T-Shirt unnormal weg. Aber ich dachte, ich ziehe das T-Shirt an, weil es passend zum Videothema eben hier ein Vintage-Shirt ist. Mich haben Leute in den Kommentaren gefragt, ja, mach mal was zu Vintage-Shirts, irgendwie, wo kann ich welche kaufen? Mich fragen auf Insta auch übel oft Leute zu meinen Shirts, die ich irgendwie trage, ey Bro, was ist das her und so. Muss ich halt immer sagen, ja, ist ein Vintage-Shirt, habe ich im Laden gekauft, habe ich irgendwie auf eBay Kleinanzeigen gekauft, wo auch immer. Werde ich später auch nochmal deckeln, wo man das Ganze kaufen kann und so weiter und so fort. Ich fange erstmal an, zeige euch kurz die drei Vintage-Shirts, die ich hier mit habe im Urlaub. Dann sage ich so ein bisschen generell was zu Vintage-Shirts und dann noch, wo ihr irgendwie welche kaufen könnt oder so. Ihr seht hier, das erste Shirt ist von Harley Davidson, wie man hier sehen kann. Ist, glaube ich, das Proud and Fearless-Shirt. Habe ich auf eBay mir mal gekauft für, glaube ich, 50 Euro aus den USA. Und ja, hat so eine recht ausgewaschene Waschung mittlerweile. Ist eben schon ein bisschen älter, obviously, weil es eben Vintage-Shirt ist. Ansonsten eben sonst noch einen ganz nice Print. Ich finde auch dieses Blau kommt auf dem Schwarz echt ziemlich geil. Regie. Wollen Sie mir die anderen beiden Shirts auch noch einmal geben? Dankeschön. Das hier ist auch ein Shirt, wie man hier sehen kann, von Harley Davidson. Also erster Tipp hier auch schon, einfach Harley Davidson Vintage Shirts oder Harley Davidson Shirts. Die haben meistens ganz coole Prints, kommen echt cool und haben auch einen echt nicen Fit. Generell würde ich da auch sagen, bei Harley Davidson Shirts nochmal eine Size abgehen von seiner normalen Size und dann hat man wirklich auch einen sehr guten Oversized Look. Ansonsten, wie ihr hier sehen könnt, das ist hier der Backprint. Den fühle ich übel hart. Der Frontprint, ja, ist normal, ganz irgendwie was Standardmäßiges, fühle ich jetzt nicht zu hart. Genau, das ist eben auch noch ein Shirt, was ich zum Beispiel habe, was ich auch echt gerne trage. Dann noch das andere Shirt einmal. Dankeschön. Perfekt, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Okay. Genau, das hier ist noch das weitere Shirt, das ist eben auch mal eine andere Farbe außer diesem Schwarz. Finde ich, kommt auch ganz nice, ist eins von den Seattle Seahawks. Das habe ich im Gegensatz zu den anderen beiden nicht von eBay oder eBay Kleinanzeigen gekauft, sondern in einem Vintage-Laden. Da ich ja in der Nähe von Hamburg wohne, habe ich das eben auch in Hamburg gekauft bei Vintage und Racks. Heißt, für die Leute, die irgendwie aus Hamburg kommen, kann ich den Laden auch auf jeden Fall empfehlen. Die haben ab und an immer mal ganz coole Shirts da am Start und das hat mich irgendwie ein 20er gekostet oder so. Also ist wirklich auch sehr affordable und ist auf jeden Fall ein ganz cooles T-Shirt. Hier gebe ich dir mal wieder zurück. Perfekt, Dankeschön. Man muss natürlich dabei auch nochmal generell so ein bisschen unterscheiden zwischen Vintage und Real Vintage oder wie auch immer man das irgendwie sagen möchte. Es gibt natürlich wirklich die richtigen Vintage-Shirts, die halt irgendwie 20, 30 Jahre alt sind, die einfach so einen ausgewaschenen Look haben, weil sie eben schon so alt sind. Und dann gibt es natürlich auch die Shirts wie von Peso, wie von Represent, wie von Root Tattoo oder so, die eben eine Waschung haben, die eben so einen Vintage-Washed-Look haben und gleichzeitig irgendwie auch Prints haben, wo das extra so ein bisschen abgebröckelt ist oder so, damit das eben so einen Vintage-Look hat. Beides finde ich sehr nice. Wie gesagt, dementsprechend auch einmal meine Empfehlung. Wer so Vintage angehauchte Shirts sucht, checkt irgendwie die Marken Root Tattoo aus. Checkt Peso aus, checkt Represent aus, die damit auch so ein bisschen angefangen haben, glaube ich sogar. Da findet ihr alle ja, solche Graphic Tees, die in so einem Vintage-Look sind. Dann gibt es natürlich eben auch noch richtige Vintage-Shirts, die, wie eben angesprochen, zum Beispiel auch von Harley Davidson kommen. Die gibt es dann eben zu, ja, hundertfach eigentlich auf eBay Kleinanzeigen zu finden. Muss man eben nur so ein bisschen schauen, dass man da auch wirklich ein Shirt findet, was vom Print her cool aussieht, was einem gefällt oder so. Aber dann findet man da auch auf jeden Fall was. Ansonsten neben eBay, eBay Kleinanzeigen kann man auch immer gut auf Instagram gucken. Es gibt da Seiten wie Peakes oder Pieces. Ich glaube, Peakes heißen die. Ihr seht, neue Location, wir wurden gerade weggeschickt, weil das irgendwie Hafengelände war und so weiter. Da durfte man sich nicht aufhalten, nicht filmen. Wie auch immer, wir sind jetzt hier. Die andere Location hat mir besser gefallen. Aber ich beende das Video jetzt hier einfach nochmal kurz. Viel mehr wollte ich eh nicht mehr sagen. Letztendlich, neben diesen Instagram-Seiten, die eben Vintage-Sachen verkaufen, gibt es letztendlich auch noch die ganz einfache Option, irgendwie auf Flohmärkten nachzuschauen, auf Secondhand, in Secondhand-Shops, in Vintage-Läden oder sowas. Müsste man in jeder Stadt haben, weiß man oftmals auch gar nicht. Einfach sonst irgendwie mal bei Google Maps Vintage-Laden eingeben oder Secondhand-Store oder sowas. Da findet man dann oftmals doch noch irgendwas. Und dann stöbert man da einfach mal ein bisschen durch und klar, es ist, man muss oft wirklich viel suchen, bis man da was Vernünftiges findet, aber meistens irgendwann findet man dann auch was und dann passt das auch und dann hat man eben seine Sache gefunden. Ja, war jetzt wahrscheinlich nur so ein ganz kurzes Video, ich habe kurz nur so ein paar Shirts von mir gezeigt und dann letztendlich noch so ein bisschen erzählt, wo man irgendwie was finden kann oder so. Ich hoffe, es passt trotzdem, wurde sich eben gewünscht. Durch die ganzen Umstände hier, Urlaub und so weiter und so fort, geht es leider nicht besser. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe für euch, dass ihr sicherlich mal irgendwie das eine oder andere coole Vintage-Shirt findet. Denkt, für jeden sollte auf jeden Fall was bei sein. Und wie gesagt, ich kann euch auch
immer noch als Geheimtipp Harley Davidson empfehlen, beziehungsweise Geheimtipp, naja, Ansichtssache, ist vielleicht nicht mehr unbedingt, tragen schon recht viele, aber einfach mal nach Harley Davidson Shirts gucken, da wird man eigentlich meistens fündig und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video.